Deine Geige ist schrecklich verstimmt und du hast keine Ahnung, wie du sie wieder in die richtige Stimmung bekommst? Heute zeige ich dir, wie du einfach mit Zupfen oder Streichen deine Geige gestimmt bekommst. Los geht's! Ich heiße Leonore Haupt und bin professionelle Geigenlehrerin und Solovioinistin. Seit inzwischen mehr als 15 Jahren gebe ich Unterricht für alle Altersgruppen und alle Leistungsstufen, sowohl in Online als auch in Präsenz. Bevor wir mit dem eigentlichen Stimmen beginnen, schauen wir uns in Ruhe noch einmal die Saitenbezeichnungen an. Wenn wir uns die Geige anschauen, hat unsere Geige 4 Saiten. Auf der linken Seite ist die G-Saite. Daneben ist die D-Saite. Dann kommt die A-Saite. Und dann die E-Saite. Ich benutze heute zum Stimmen das Kork TM60. Ich habe dir in der Infobox genau dieses Gerät verlinkt, falls du das gerne haben möchtest. Es gibt natürlich von zahlreichen anderen Firmen auch andere Stimmgeräte. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du schon ein Stimmgerät hast und wenn ja, welches. Du wirst dich sicherlich fragen, warum brauche ich ein Stimmgerät? Was kann das? Ein Stimmgerät erkennt den Ton, den du zupfst, also wie der Ton heißt, und es erkennt, ob der Ton zu hoch oder zu tief ist. Der Vorteil ist wirklich, wenn du zu Hause keinerlei Vergleichsmöglichkeiten hast, also kein Klavier, keine Gitarre, nichts, kann dir das wirklich richtig helfen. Weil manchmal zupfst du eine Saite und du weißt gar nicht, warum die eigentlich komisch klingt. Und genau dafür ist dieses Gerät dann da. Bevor wir uns weiter angucken, wie das Stimmgerät genau funktioniert, was da angezeigt wird, müssen wir erstmal klären, womit wir stimmen und wie man diese Richtung auch ändert, dass etwas höher oder tiefer ist. Wir stimmen heute zusammen mit den Feinstimmern. Die meisten Geigen besitzen Gott sei Dank Feinstimmer, manche auch nicht. Ich empfehle gerade für die, die gerade erst anfangen zu spielen, wirklich eine Geige mit 4 Feinstimmern auch zu bestücken. Es ist einfach leichter. Also, die Feinstimmer finden wir hier, ein kleines Stückchen von dem Steg entfernt. Und es sind genau dieselben Rädchenanzahlen wie Saiten, also auch 4. Das Prinzip ist eigentlich relativ einfach, aber trotzdem gibt es immer wieder Fragen, wie das funktioniert. Die Rädchen, also die Feinstimmer, können wir in 2 Richtungen drehen. Einmal nach rechts oder auch nach links. So, also 2 Richtungen. Ist genauso, als wenn wir im Straßenverkehr nach links oder rechts gucken. Wenn du ein Ton hast, der zu hoch ist, dann drehst du mit dem Feinstimmer entgegengesetzt des Uhrzeigersinns, so dass der Ton tiefer wird. Wenn dein Ton zu tief ist, benutzt du genau die entgegengesetzte Richtung. Dann drehst du den Feinstimmer nach rechts. Also mit dem Uhrzeigersinn. Häufig wird diese ganze Aktion durcheinander gebracht. Nicht von allen, aber doch immer mal wieder. Wir können uns das ganz einfach merken. Wenn wir das Rädchen in die Richtung nach links drehen, drehen wir in Richtung von der tiefsten Saite, also es wird tiefer. Wenn wir die andere Richtung drehen, guckt uns eigentlich nur noch die E-Saite an. Das heißt, es wird höher. Wir kommen nun zur Einstellung des Stimmgeräts.
Wenn du das Stimmgerät angestellt hast, siehst du bei diesem Typus, den ich dir vorgestellt habe, auf der linken Seite die Anzeige 440 Hertz. Einigen von euch sagt diese Anzeige bestimmt schon etwas. Ansonsten erkläre ich sie gerne nochmal, wofür die gut ist. 440 Hertz ist dafür da, dass wir erkennen, wie hoch unser Ton A, also der Kammerton A, gestimmt ist. Der Kammerton A kann aber auch in vielen Fällen etwas höher ausfallen. Also da gibt es einen Rangierraum zwischen 440 bis 444 Hertz. Solange du alleine spielst, kannst du das Stimmgerät auf 440 stellen. Du kannst es auch zum Üben gerne mal ein Hertz höher, also 441 stellen oder auch Maximum 444 Hertz. Das wird für dich keinen großen Unterschied machen vom Spielen her. Es hört sich etwas anders an, aber ist gar kein Problem. Das können wir einfach entscheiden, auf welcher Tonhöhe wir das Gerät stellen. Es sieht etwas anders aus, wenn wir mit jemandem anders zusammenspielen. Dann müssen wir uns natürlich danach richten, wie hoch meinetwegen das Klavier ist. Das heißt, dein Stimmgerät kann dir auch helfen bei der Abnahme, um rauszubekommen, wie hoch ist das A von dem Klavier. Genauso gut brauchst du manchmal eine andere Einstellung, wenn du zum Beispiel mit CDs, MP3s, irgendwelche Backing-Tracks, die du benutzt, wenn du da mitspielen möchtest und das soll auch wirklich zusammen gut klingen, da ist es hilfreich, wenn du weißt, auf welcher Stimmung dieses Backing einfach läuft. Dann kannst du das vorher einstellen und kannst individuell dein A dann auf diese Tonhöhe einstellen. Ich benutze heute zum Stimmen die Anzahl 444 Hertz. Hängt einfach damit zusammen, dass ich häufig mit Klavier spiele oder auch mit Backings, wo ich wirklich 444 brauche und das macht mir dann weniger Arbeit, wenn ich danach noch etwas anderes mit dem Instrument anstelle. So, wir fangen einfach mal an und probieren das mal, wie wir am besten stimmen können. Wir zupfen zuerst das A. Jetzt gucken wir auf die Anzeige von dem Stimmgerät. Bei diesem Stimmgerät, was wir gerade benutzen, haben wir die Auswahl zwischen grün, linksrot oder rechtsrot. Der beste Fall war gerade, dass unser Ton ein grünes Signal. Deine Geige ist schrecklich verstimmt und du hast keine Ahnung, wie du sie wieder in die richtige Stimmung bekommst? Heute zeige ich dir, wie du einfach mit Zupfen oder Streichen deine Geige gestimmt bekommst. Los geht's! Wir wollen gerne den Ton höher stimmen, also drehen wir nach rechts. Je nachdem, wie weit deine Anzeige weg ist, musst du eine bestimmte Anzahl an Umdrehungen benutzen. Meine Empfehlung, benutze immer 2 bis 3 Umdrehungen, falls du dich nämlich doch mal getäuscht hast oder einfach ein bisschen zu schwungvoll gedreht hast, dann bist du nicht ganz so weit weg und kannst schneller wieder korrigieren. Sollte jetzt nach den 2 bis 3 Umdrehungen der Ton grün sein, dann bist du jetzt fertig. Wenn nicht, dann wiederholst du so lange den Vorgang, bis wirklich die Anzeige grün anzeigt und deine Geige mit dem Ton A richtig gestimmt ist. Wir machen jetzt als nächstes mit der D-Seite weiter. Also gleiches Prinzip, wir zupfen zuerst, gucken auf das Stimmgerät, was uns das anzeigt. Vielleicht zeigt es jetzt sogar mal in die andere Richtung. Also es ist auf der rechten Seite der rote Schalter gerade gekommen. Dann musst du das Ganze nach links drehen. Wir wollen nämlich dann den Ton tiefer drehen. So.
Auch dort gilt das gleiche Prinzip. Nur 2 bis 3 Umdrehungen erstmal benutzen und dann nochmal schauen, wie weit sich der Ton verändert hat. Ich gucke nochmal bei mir. Bei mir ist jetzt in diesem Fall der Ton etwas zu tief. Das heißt, ich drehe jetzt einmal nochmal in die andere Richtung. Meine D-Saite ist jetzt richtig gestimmt und wir machen weiter mit der G-Saite. Wir wiederholen das Gleiche mit der G-Saite. Du zupfst zuerst deine Saite, danach schaust du dir an, wie ist die Anzeige und dann überlegst du, welche Richtung du drehen musst. Also, wenn dein Ton zu hoch ist, dann musst du nach links drehen. Ist dein Ton zu tief, drehst du nach rechts. Diesen Vorgang wiederholst du bitte auch mit der E-Saite. Wenn du zum Schluss bei allen Saiten eine grüne Anzeige hast mit dem richtigen Tonnamen, dann ist deine Stimmung perfekt. Wir haben natürlich den Fall manchmal, gerade wenn wir vielleicht auch streichen und unser Bogenstrich ist noch nicht ganz so, naja, perfekt oder auch sehr unruhig, dann schwingt das Stimmgerät. Das heißt, es kann sich nicht entscheiden zwischen grün, rot, rot, was auch immer. Da ist es wichtig, nochmal zu gucken, bisschen ruhiger streichen oder die Methode nochmal mit dem Zupfen anwenden. Es kommt natürlich auch mal vor, dass wir mit der Methodik, mit Stimmen, mit Feinstimmern einfach nicht mehr weiterkommen, weil der Feinstimmer hat einen gewissen Radius und Umfang, wie weit wir den Ton verändern können. Es gibt also auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar, dass wir den Ton verändern mit dem Wirbel oder auch den Wirbel. Das sind die Rädchen, also die großen Rädchen hier oben. Das, wenn du daran Interesse hast, erzähle ich dir gerne nochmal in einem anderen Video, das ist ein bisschen schwerer, daher kam es heute nicht vor, aber es ist auch notwendig, auf Dauer dieses Prinzip kennenzulernen, wenn man einfach mit dem Feinstimmer mal nicht weiterkommt. Ich freue mich ansonsten auch über ein Abo oder ein Like und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!